Ja, hallo, jetzt ist Christian schon mal Paartherapeut, Beziehungscoach und ich traue mich mal wieder was zu Prince Charming zu sagen. Princess. Ich kriege ja immer böse Nachrichten dann, dass ich als weißer, heterosexueller, alter Cis-Mann gefälligst viel Fresse halten soll. Ey, aber das sind die Ausnahmen. Hier sind die Ausnahmen, ja. Und ich respektiere das ja auch total, dass das eine eigene Welt ist. Aber gut, als Paartherapeut habe ich natürlich auch mit lesbischen und homosexuellen Beziehungen zu tun. Man kann ja auch nicht immer alles gelebt haben, sonst müsste ja auch jeder Arzt alle Krankheiten mal gehabt haben, sag ich mal. Also, versteht den. Also, ich wollte nur sagen, ich sage trotzdem was dazu, wegen diesem Thema Polarität. Und zwar, ich finde die Sendung ja super und freue mich, dass das so nach vorne kommt. Und ja, haben jetzt gestern gerade dieses Wiedersehen angeguckt von Princess Charming und alles gut und fand es halt, da hat man erstmal hat es ja schon mal ein bisschen Beef gegeben zwischen Lou, Irina und Elsa. Habe ich mich jetzt noch nicht so in der Tiefe mit befasst, aber hat jetzt auch diese Begriffe noch nie gehört. Also Femme und Butches. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr, weil wir brauchen das auch für Soul Matching, wenn ihr diese Begriffe für Polarität, wenn ihr mir die bestätigt oder sagt, hey, nee, das nennen wir so und so, oder für Schwule auch, wie nennt ihr das? Weil wir brauchen diese Begriffe aus der Community für Soul Matching, ne? Wie nennt ihr, wir gehen gerade einen Berg hoch hier, Polarität brauche ich so. Und fand es halt sehr spannend, weil wenn ich so an dieser, hoffe ich mache da jetzt nichts Falsches, aber wenn ich jetzt mal in dieser Sprache bleibe, könnte man ja meinen, dass Lou und Irina beide eher so die Femme-Fraktionen sind. Und dann hat auch so gedacht, wie ich die Sendung geguckt habe, Mensch, eigentlich scheinen die ja eher ähnliche Polaritäten zu haben. Oder also jetzt natürlich nicht festgetackert, also ähnliche Polaritäten zu wählen, sag ich mal so. Kommen gleich große Pfützen, Schatz. Okay. Und ich gehe mal ein Stück vor. Und da habe ich mich auch echt ein kleines bisschen gewundert, dass die dann so das letzte Paar waren, aber dachte mir, naja, okay. Lernt ja nie aus. Aber dann bums, sieht man nach der Sendung, dass sie sich sofort gefriendzoned haben und sagen, ja, war keine Attraction, so, ne? Keine Chemie. Und deswegen mache ich das Video, glaube ich, nochmal, weil das passt eigentlich genauso dazu, wie ich das wahrnehme. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, schmeißt Lou eine Geburtstagsparty und knutscht dann schon mal, oder was weiß ich, auch mehr gewesen, weiß es nicht, knutscht dann gleich mit Elsa rum, wo ich sagen würde, ja, also jetzt rein polaritätsmäßig würde ich auch sagen, ist wieder ein volles Chemie-Match. So, ne? Also ich glaube, diese Sachen, da kommt man nicht drum rum. Egal, ob man jetzt sagt, dass es geht um schwule Beziehungen, lesbische Beziehungen, non-binäre Beziehungen, was gibt es noch alles? Keine Ahnung, Ching-Chang-Chong-Beziehungen. Für alle Beziehungen. Man kommt um dieses Thema Polarität nicht rum. Und ich sage das auch nicht, um Recht zu haben, sondern einfach um euch zu helfen, um zu verstehen, warum habe ich manchmal keine Chemie mit jemandem so, ne? Weil wir wollen ja beides haben, eine gute Kompatibilität und eine gute Chemie. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, muss man sich das klar machen und dann auch, wenn man sagt, okay, ich möchte jemanden daten in einer weiblichen Polarität, dann auch im Dating-Prozess die männliche zu besetzen. So ist einfach total wichtig, egal welches biologisches Geschlecht du hast sozusagen. Ne? Und oder welche Begriffe du dafür findest, spielt überhaupt keine Rolle so. Also man stützt sich, glaube ich, immer an diesem, falls es gegen Yin-Yang besser, an diesem männlich-weiblich, wenn man sofort dann an das Biologische denkt. Aber das sind so Grundenergien im Universum, die sind einfach überall, ne? Shiva und Shakti, was du willst. Ja, was übrigens auch nicht ausschließt, dass man, auch wenn es irgendwie eine eindeutigere, klarere Polaritätenverteilung gibt, dass man natürlich trotzdem jeder beides in sich trägt und dass es ja, auch immer mal einen Wechsel gibt und natürlich, ja, dass auch ein Mann auch weinend an der Schulter einer Frau liegt. Absolut. Und trotzdem
wenn man auf das Paar guckt, würde man sagen, okay, da gibt es eine klare Verteilung irgendwie. Der eine ist mehr in seiner männlichen, der andere ist in ihrer weiblichen. Weil das, glaube ich, unter dem letzten Video nochmal drunter stand, so ungefähr, jeder hat doch beides und jeder kann doch immer wechseln. Das ist alles im Fluss. Man muss quasi gar nicht so das so einteilen, finde ich alles auch. Und trotzdem, finde ich, gibt es nochmal so einen Überbau so da drüber. Ja, ich habe auch zwei Arme und trotzdem kann man manche Sachen eben mit einer Hand besser machen, ne? Das ist einfach so. Und das ist ja auch nur eine Dating-Polarität, ne? Man kann auf der Arbeit richtig haben. Und das ist nicht festgelegt. Es ist das, worin du dich beim Daten wohler fühlst. Und wenn du irgendwann sagst, so ab jetzt fühle ich mich in einer anderen Polarität wohler, go for it. Ne? Also gibt überhaupt keinen Grund, da Fassung zu verlieren oder sich irgendwie festgelegt zu fühlen. Es geht einfach nur darum, sich das klar zu machen. Und dann müssen wir uns jetzt gleich mal einmal rumdrehen da um die Leute. Wieso? Ich bin eher auf dich gerichtet. Ach so, und du gehst einfach ein Stück noch rüber und dann laufen die auf der anderen Seite an uns lang. Ja, also sich das klar zu machen, es geht nur darum, euch das Dating zu erleichtern. Da gehen wir mal einmal vorbei. Hallo! Aber du bist doch auch grundsätzlich der Meinung, dass man das trotzdem auch, wenn wir jetzt mal sagen würden, ich bin in meiner weiblichen Polarität, du eher in deiner männlichen, so, und wir leben das so, ne? Ja. Und trotzdem habe ich doch auch in unserer Beziehung, habe ich auch irgendwo, erlebe ich auch ein Stück weit manchmal irgendwie vielleicht eher Eigenschaften aus, die vielleicht eher männlich sind und du auch manchmal welche, die weiblich sind. Genau, es geht um das Hauptsächliche, ne? Das, was sozusagen überwiegt. Ja. Das finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es dann kein Verbot ist, dass man bestimmte Dinge nicht leben kann. Nee, überhaupt nicht. Oder man müsste sich ganz fest irgendwie dafür entscheiden und darf dann nie anders sein oder so. Ja. Das ist ja Quatsch. Nee, aber das ist auch keine akademische Diskussion. Es geht darum, sich das leichter zu machen. Also wenn ich zum Beispiel, gehen wir mal wieder zurück zur heterosexuellen Beziehung kurz, wenn ich jetzt eine Frau in ihrer weiblichen Polarität date oder mit der in einer Beziehung bin und ich bin aber andauernd als Mann in meiner weiblichen Polarität, dann darf ich mich nicht wundern, dass es einfach knatscht und die Frau es nicht mehr so fühlt. Und deswegen ist es wichtig, ne, sich das so klar zu machen. Und also wenn die Polarität nicht stimmt, dann zünden auch häufig so Sachen wie Paartherapie und nicht so richtig. Ne? Beziehungsweise der Paartherapeut kann das ja dann wieder vielleicht zum Lodern bringen, ne? Mit bestimmten. Ja, aber da muss er auch diese Idee von der Polarität im Kopf haben. Ja. Und da ist bei vielen immer so eine Schranke, weil dann immer so, oh, männlich, weiblich, nein, wir sind alle eins, wir sind alle ein Brei und dann kommt Käse bei raus. So, ne? Ja, zurück zu Princess Charming. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber ich weiß jetzt auch nicht die Umstände, habe jetzt auch das von dem Ramon Wagner nicht geguckt. Also, was ich jetzt ein bisschen uncool fand, dass sie, hast du glaube ich auch so erlebt, Schatz, ne? Dass sie irgendwie angepisst war, dass die sich dann treffen auf dem Geburtstag und... Die Princess, ne? Ja. Die fand das so ein bisschen, also wir hatten so beide den Eindruck, die fand das natürlich uncool. Ich habe auf der einen Seite habe ich das verstanden. Das fühlt sich, glaube ich, ungut an, weil man das Gefühl hat, boah, die machten doch gerade so einen verliebten Eindruck. Die waren so verliebt in mich. Und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, wenige Tage später, es scheint ja sehr schnell danach gewesen zu sein, knutschen die da irgendwie zusammen auf dem Geburtstag und haben mich vergessen. Aber sie hat sich ja gegen beide letztlich entschieden. Ja. Und ja, da... Habe ich auch sofort den Eindruck gehabt, das war echt total Ego. Ja. Aber das war so im Ego. Ja, das ist so, du warst die ganze Zeit da die Chefin und dann stehst du plötzlich außen vor, ne? Weil sie durfte sich ja scheinbar auch nicht mit denen treffen und dann bist du auf einmal nicht mehr oder lehnst Leute ab. Das ist ja auch, was ich ganz häufig so höre. Du lehnst jemand ab und dann sagt er so, ist der nicht so, nein, und bitte nimm mich und... Und dann sagt, ja, ist klar, ist nicht abgelehnt, bum bum, datet die nächste, was ich super richtig finde, kann ich mal wieder sagen. Dann zu sagen, wie kannst du so schnell weiterziehen, ne? Ja, nee, wenn du jemanden ablehnst, dann kann der sich umdrehen und kann die nächste knutschen, das ist total in Ordnung, ne? So. Ja, also weißt du was, ich finde,
das darf einen auch ein bisschen anpieksen. Ja, aber und es darf einen auch im Ego treffen. Nö, kann man für sich so einsortieren. Aber ihr war das ja so deutlich anzumerken und sie hat es aber nicht ausgesprochen. Und ich finde, man kann doch auch mit seinen Schwächen und auch mit seinen eigenen Ego-Themen kann man doch geradeaus sein, weißt du, und kann einfach sagen, ja, ich meine, klar sind die beiden ja frei. Wir haben uns irgendwie entschieden, dass es nicht weitergeht. Aber hat schon so ein bisschen mein Ego so ein bisschen angepiekst oder irgendwie sowas. Und damit würde sich alles auflösen. Ja, genau. Einfach aussprechen. Bin ja eh immer dafür, dass man alles einfach ausspricht. Ja. Nee, das stimmt. Also das wäre, glaube ich, wäre sie ein bisschen souveräner rübergekommen. Jetzt wirkte sie da doch sehr. Ja, sehr. Kalt und ein bisschen verbiestert. Oh, die hat ja nicht einmal gelächelt. Irgendwie. Ja. Nur als es um diese Freundschaften ging, die sie da jetzt zu der, wie heißt die, zu der Miri hat, da wurde sie dann mal so ein bisschen emotional und hat gelächelt, aber vorher wirkte sie sehr verstockt. Ja. Sehr, sehr verstockt. Ja, und dann habe ich nur mal so gedacht, ich weiß keine Ahnung, warum man jetzt solche Sendungen geht und ich will auch gar nicht über sie spekulieren, weil wenn jemand nie einen findet und keiner ist der Richtige, also wenn du so ein Muster hast, dann muss man mal ein bisschen gucken, ob man selber vielleicht so Mauern hat, Bindungsangstthemen so. Also weiß ich nicht, ob das bei ihr. Ja, wirkte schon so ein bisschen. Ich sag, ich spreche es mal aus, Schatz. Sie wirkte schon ein bisschen bindungsängstlich. Ja, keine Ahnung. Ich fand einfach auch diese Dynamik mit ihrer Schwester, die so ganz andere. Also das finde ich persönlich so spannend. Kann man eineiig Zwilling sein und dann trotzdem so unterschiedlich? Ja, aber wieso denn? Die sehen unterschiedlich aus, aber die müssen ja auch nicht den gleichen. Ja, Charakter weil in der Psychologie haben, wird ja oft gesagt, dass das so. Ja, die haben so ähnliche Vorlieben und so, aber ob die jetzt wirklich. Achso, du meinst, die müssen dann auch ähnliche Vorlieben haben, was die Partner betrifft? So, aber es gibt ja häufig so Storys, ne? Dass die so, was weiß ich, also irgendwelche eineiigen Zwillinge getrennt. Ja, dann, ja, Zwillingsstudien gab es ja ganz viel. Die haben beide, ergreifen den beiden denselben Beruf. Haben ähnliche Hobbys. Stimmt immer alles, weiß ich nicht, aber. Aber weißt du was? Man guckt doch auch auf Menschen ganz anders, die einfach. Also weißt du, ich kann doch Menschen sympathisch finden, aber als Partner kommen sie für mich nicht in Frage. Und natürlich guckt die Schwester in erster Linie darauf, wen finde ich denn hier sympathisch, wer ist denn nett? Heißt aber noch lange nicht, dass man sich den auch diesem Menschen auch als Partner oder Partnerin vorstellen kann. Ja, ich fand es so spannend, weil die ja auch offensichtlich hetero war, die Schwester. Also das sind ja schon ganz schöne. Unterschiede. Oh Schatz, das sind doch nicht. Die Zwillinge sind doch nicht. Sind doch da nicht beide. Ja, da kenne ich keine Studien drüber. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass es nein. Aber okay, da bin ich jetzt auch nicht so auf dem Forschungsstand. Aber ja, sind auf jeden Fall unterschiedliche Seelen, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Eben. Also von daher, selbst wenn man. Aber das ist gerade, jetzt kommen wir natürlich vom Thema ab, aber auch ein spannendes Thema, glaube ich. Was will die Seele und wie. Arbeitet die sich jetzt durch so einen Körper durch mit einer bestimmten Genetik und einer bestimmten Umwelt, in der man aufwächst. Also ich glaube sowieso jetzt so vom Spirituellen her gesehen, ist Umwelt und Genetik vielleicht Sachen, die dann auch beide für die Seele eine bestimmte Bedeutung haben und mit denen man dann auch arbeiten will, auch wenn einem das im Leben vielleicht manchmal nervt alles. Genau. Aber das ist ein anderes Thema und wir werden uns bald wiedersehen.